So, bevor das Video losgeht, habe ich ja versprochen, dass ich kurz mal eine Spoilerwarnung raushauen will, wenn ich der Meinung bin, dass denn zu viel gespoilert wird. Und ich kann euch hier entwarnen, ihr könnt das Video in Ruhe gucken. Es wird nichts gespoilert, wenn jemand erzählt, doch, das wurde aufgelöst, das ist totaler Quatsch. Es können neue Theorien geschlossen werden, es können, ja, es gibt keine, es gibt kein Mecha-Godzilla-Reveal. So viel kann ich schon mal dazu sagen, das fand ich sehr gut. Und ja, das war es auf jeden Fall auch schon. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt hier reingucken. Ich habe mir jetzt hier mal drei Trailer angesehen, die ich noch nicht gesehen hatte. Also zwei TV-Spots und einen Trailer. Und das war es auch schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video und bis dann. Ciao. Scheiß leise! So, herzlich willkommen von euch gewünschten Trailer-Reaction zum Godzilla vs. Kong TV-Spot Nummer 5, Their Fight, Our World, nicht Planet. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und ich weiß nicht, ob das wirklich gerade einfach der Gang und Gäbe ist, ob das so ein neuer Trend ist, aber der Trailer ist schon wieder in 4 zu 3. Und diesmal kann mir keiner erzählen, dass der Film Godzilla vs. Kong auch in dem Format veröffentlicht werden wird, weil das stimmt definitiv nicht. Demnach habe ich immer noch Hoffnung, dass auch Justice League in 16 zu 9 irgendwie verfügbar sein wird, vielleicht über die Einstellungen oder sowas. Naja, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal hier rein. Das Ganze geht ja nicht allzu lange und mal gucken, was es hier so an Neuerungen gibt. Natürlich doof, wenn ich die Kopfhörer nicht aufhab, dann funktioniert das Ganze nicht ganz so gut. So. Dann schauen wir mal. Hä? Ah, Sekunde, es ist schon wieder. Ich könnte bei so einer dummen Scheiße echt jedes Mal wieder kotzen. Aber wenn dieser dumme Scheißdreck nicht funktioniert, OBS leckt mich am Arsch. Es ist so lästig einfach. So, das Problem habe ich jetzt auch gelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie kennt oder ob ihr das gleiche habt wie ich, aber irgendwie, wenn sich Elgato automatisch in den Sound einschaltet, dann läuft gar nichts mehr über die Kopfhörer oder eben über OBS. Demnach ist da gar nicht OBS dran schuld. Entschuldigung, OBS. Trotzdem ist es nervig. So, legen wir mal los. Oh! Er zieht das komplette Schiff mit runter. Was? 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 Okay, da gibt es auf jeden Fall Redebedarf. Ich habe also eine Szene auf jeden Fall. Ich will die jetzt mal. Nee, wir machen das jetzt Stück für Stück. So. Okay. Okay. So, das hier, das kennen wir eben noch alles mit dem Kiddy, die wohl mit Kong super gut ist. Die wird wahrscheinlich so als Kommunikationsbrücke für den Film, also für die Menschen und und King Kong eben sein. Was hält denn der hier in der Hand? Das habe ich mich vorhin schon gefragt und ich erkenne es einfach nicht. Ist das, liegt das am Bildschirm? Erkenne ich das hier? Nö. Kann mir das mal jemand in die Kommentare reinschreiben, was der hier hochhält und anplärrt? Oder sind das einfach nur seine Ketten?
Sind das seine Ketten? Ich sehe es auf keinem Monitor richtig. Aber das Video ist auch nicht. Na gut, es ist halt nur. Okay, gut. Aber sie freut sich zumindest drüber, dass er, was auch immer es ist, einfach anschreit. Dass dieses Bild einfach, das wird in jedem fucking Trailer benutzt. Das hier. Weil es einfach auch geil aussieht. Das ist einfach cool. Das kennen wir eben alles auch schon aus dem alten Trailer. Was ich jetzt hier gerade nur mal ansprechen will, ist, ihr habt mir in die Kommentare drunter geschrieben, auf meine Reaction zu Justice League. Da habe ich eben gesagt, dass ich das total schwachsinnig finde, einen Film rauszubringen in 4 zu 3 Format. Und da habt ihr mir gesagt, doch, das macht Sinn. Das wäre wohl auch im IMAX, würde man das so machen, weil dann weniger an Bildinformation verloren geht. Warum? Also mir fehlt doch jetzt hier. Ich weiß, also man braucht die äußere Hälfte nicht. Ne? In der Regel ist ein Film ja immer, sollte zumindest so sein, dass der Hauptfokuspunkt in der Mitte liegt in der Regel. Ja, man hat ja auch gesehen an Filmen wie Man of Steel, den ich eigentlich sehr mag, aber dass das sehr verwirrend sein kann, wenn der Hauptfokus eben nicht zentral ist, ne? Mal links, mal rechts und es ganz schnell abwechselnd ist. Aber ich kann doch trotzdem meinen Hauptfokus auf dieses Bild jetzt legen, auf das mittlere Bild. Ja, der Film, also dieses Format nimmt mir doch einfach nur die Möglichkeit weg, das Ganze räumlicher wahrzunehmen. Ich bin davon echt nicht überzeugt. Und dass IMAX so funktioniert. Ich dachte, IMAX wäre einfach. Ich war noch nie in einem IMAX-Kino tatsächlich gewesen, was man jetzt ja gerade merkt. Ich dachte, IMAX wäre einfach gewaltig. Das wäre einfach 16 zu 9 nur mal 1000 in die Länge gezogen, ja, also wirklich ewig lang gezogen. Anscheinend ist IMAX dann aber einfach nur quadratisch oder was? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich bin so krass ungebildet gerade, dass ich nicht weiß, wie ein IMAX-Kino aussieht, aber ich weiß es halt wirklich nicht. Ich muss definitiv, sobald der Lockdown vorbei ist und wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist, in ein IMAX-Kino gehen. Ich muss mir das echt mal reinziehen. Ich dachte, ich habe das. Ist total neu für mich. So. Aber ich komme auch aus einem Dorf. Also wir haben hier alle, wir sind hier, wir haben hier gerade das Licht entdeckt. Und so. Und Feuer. Okay. Der war nicht lustig. Okay. Da wurde es auch gerade eigentlich bestätigt, dass sie eben so die Brücke ist. Kennen wir auch schon. Das finde ich jetzt hier interessant, das kennen wir nämlich auch schon. Allerdings sieht man jetzt hier, dass ich dachte immer, ein Kong wird auf dem gleichen Schiff aufs Festland gebracht, auf dem dann auch eben später der erste Schlagabtausch von den beiden stattfindet, in dem Kong eben Godzilla auf die Schnauze haut. Aber anscheinend ist das ja nochmal ein separates Boot, weil das hier wird jetzt ja mit runtergezogen von Kong. Oder der Schnitt ist wieder nur anders gesetzt. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich ja den Originalfilm gesehen habe, dass Kong auf einem separaten Frachter transportiert wird. Was ja auch Sinn macht, vielleicht aus Sicherheitsgründen, für genau so einen Fall, falls die zwei leicht aggressiven Tiere, Choleriker, Echsen und Affen, wieder cholerisch werden und alles in die Tiefe ziehen, ohne drüber nachzudenken, dass sie dabei auch Menschen töten. Ja, das ist wirklich ein anderer Frachter. Ne? Das ist ja hier ein Flugzeugträger mit dem Helikopter drauf. Und das andere nicht. Das andere war ja dann wesentlich kleiner. Wahrscheinlich schafft Kong es dann irgendwie auf den Frachter drauf zu flüchten, sich zu retten. Und dann kommt Godzilla eben hinterher und dann kriegt Godzilla erstmal eine Oberschelle. Die ist so schnell, dass das Gesicht von ihm komplett zerfetzt ist. Also, ihr wisst, was ich meine.
Ich meine, Godzilla ist eigentlich auch wirklich, er hat schon nicht leicht gegen Kong, muss ich schon zugeben. Er kriecht gerade auf den Frachter drauf und noch während er aufsteht, holt Kong aus und haut Godzilla, sobald er eben auf beiden Beinen steht und sich denkt, okay, jetzt kann's losgehen, hat er schon Kongs Faust voll in der Fresse. Tut bestimmt weh. Das war auch neu, das sieht aber einfach geil aus. Aber das kennt man auch schon aus den alten Filmen. Was nichts Schlechtes ist, da sah es ja auch geil aus. Ja. Da hatten wir jetzt in der Stadt mal gesehen und ich glaube, das erste Mal haben wir jetzt hier wirklich gesehen, dass Kong anscheinend auch richtig kassiert. Ja, der erste Trailer sollte uns hier so ein bisschen zeigen, haha, von wegen Godzilla ist übermächtig gegen Kong. Und der jetzige Trailer zeigt uns dann eben, okay, auch Kong kann kassieren. Das hier. Ich weiß nicht, ob es an der schlechten Auflösung liegt, aber ist das hier nicht ein Kaiju, der aussieht wie einer aus Pacific Rim? Nee, das ist Kongs Gesicht. Ach Mann. Ich bin so. Das ist aber die scheiß Auflösung. Hier ist der Finger, das ist der Kopf, das ist dein Bart, der liegt da, er liegt einfach da. Och Mann, ich hab schon, ey, ich hab wirklich gerade gedacht. Wisst ihr, wie ich das, also ich hab jetzt, auf dem Bildschirm sehe ich es jetzt. Ja, das ist natürlich doof. Ich dachte, dass das hier ein Segel von dem Kaiju-Vieh aus Pacific Rim wäre. Weil es gab mal irgendwo ein Interview, ich glaube es war mit Aaron Taylor Johnson, der im ersten Godzilla-Film mitgemacht hat. Und da ist dann irgendwann mal die Frage aufgegangen oder aufgeploppt, wer denn gewinnen würde, Godzilla oder eben ein Jäger. Jäger sind diese Maschinen aus Pacific Rim. Und da hat er wohl gesagt, ja, müsst ihr halt selber rausfinden. Und ich dachte halt so, ey, das gibt irgendwann ein Crossover, das wäre so geil. Dann haben sie halt mit Pacific Rim 2 leider das Ganze an die Wand gefahren. Und ich hätte, wenn das jetzt wirklich der Kaiju aus Pacific Rim gewesen wäre. Okay, es ist einfach Kong, der am Boden liegt. Gut. Der Trailer zeigt uns, dass Kong kassiert. Ich habe es verstanden. Entschuldigung für den Aufschrei. Das Lied ist aber auch geil. Und hier wollte Kong, was hat er hier mit dem Schiff vor? Hat er vor, das Boot, das Schiff als Waffe zu benutzen? Ich weiß es nicht. Aber da bin ich mir sicher, dass Kong eben den Riesenvorteil hat. Ich sage ganz ehrlich, Godzilla ist mächtiger. Allein, dass er sich ja selber in eine Atombombe verwandeln kann, wie im zweiten Teil, im King of the Monsters. Und eben im Laufen einfach alles mal pulverisieren kann. Trotzdem hat Kong eben den Vorteil, dass er alles als Waffe benutzen kann. Und ich glaube, damit werden sie auch sehr stark spielen. Ne, Kong, physisch gesehen, ist er schwächer als Godzilla. Deswegen hat er auch dann seine Axt zum Beispiel, die ja irgendwie aus einer Schuppe von Godzilla gebaut wurde, als Hilfe. Ist nur die Frage, wie er an die rankommt. Ob die vielleicht von den Menschen sogar geholt wird und an ihn weitergegeben wird. Oder ob er nochmal zurück nach Skull Island marschiert, das glaube ich aber irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass er nochmal nach Skull Island zurückbekommt. Naja, mal gucken. Oder er baut die Waffe. Das wäre natürlich auch krass. Das würde wirklich zeigen, dass Kong sauintelligent ist, wenn er es schafft, Godzilla eine Schuppe rauszureißen und baut dann daraus eine Waffe. Weil er selber merkt, okay, irgendwie die Schuppen leuchten auch und deswegen sind die wahrscheinlich immun gegen diesen Atomic Breath. Atomic Breath, nicht Atomic Blast. Ich lerne dazu. Ich lese mir eure Kommentare durch. Und ich lerne aus euren Kommentaren. Godzilla vs. Kong in theaters and streaming exclusively on HBO Max. Ja, bei uns dann eben auf Sky. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir da auf Sky noch extra was dazu bezahlen müssen, wie es bei Mulan war und bei Disney Plus.
Es kann gut sein. Das würde mich jetzt aber auch nicht stören. Also, gar wenn der Film jetzt 20 € kostet, sage ich ganz ehrlich, dann ist es halt so. Ich würde es mir trotzdem kaufen, weil das unterstützt dann vielleicht auch ein bisschen. Naja, eigentlich sind das jetzt keine Kinos, das ist ja Quatsch. Sky unterstützt dadurch. Naja. Gut. Mal schauen. Wenn der Lockdown jetzt wirklich zum 14. März hin stark gelockert werden soll und dann wirklich die Regierung mal so ein bisschen das Gehirn anschaltet, Restaurants zum Beispiel können Hygienevorschriften locker einhalten. Und ich habe mal in einem Bericht gelesen, dass sogar Kinos in Sachen Corona sehr weit hinten wären in der Liste der Hotspot-Punkte, bei denen man sich infizieren konnte. Liegt eben daran, dass in Kino auch wohl Sauerstoff reingepumpt wird, ne, sonst kippen wir ja alle um. Und dadurch ist da wohl so eine Luftzirkulation, die frische Luft immer wieder da reinbringt. Plus eben, du kannst tatsächlich einfach sagen, du darfst nur jeden zweiten Sitz benutzen von mir aus. Ja, wenn halt mal ein Pärchen ins Kino halt geht, gut, dann gibt es ja diese extra Pärchensitze. Ansonsten kann man das da halt echt sehr gut einhalten. Und ich hoffe, da wird dann wirklich auch mal ein bisschen geguckt, dass das funktioniert. Wenn nicht, dann schaue ich mir eben dann zu Hause an, werde dann einen Livestream aber eben auch machen, wo man dann aber nur mich sieht, logischerweise, den Film werde ich dann nicht aufnehmen. Da können wir irgendwie eine Zeit ausmachen und eben sagen, ey, wir treffen uns alle um die und die Uhrzeit irgendwie live. Ich kann auch ein paar von euch in Discord dann mit einschalten. Dann kann man da ein bisschen quatschen und einfach gleichzeitig auf Play drücken. Wichtig ist eben nur, es wird nicht auf Pause gedrückt. Wenn ihr aufs Klo gehen müsst, sorgt dafür, dass ihr irgendein Gerät auf der Toilette liegen habt, wie euer Tablet, euer Handy, was auch immer. Dann könnt ihr genau da bei eurem Geschäft weitergucken. Oder den Film komplett von mir aus. Es ist mir egal, wo ihr das macht. Aber dann wird nicht auf Stopp gedrückt. Ja, wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass der Film irgendwie den Weg ins Kino findet. Und ich habe jetzt hier nochmal was anderes gefunden. Nämlich den Trailer jetzt hier. Und da wurde mir gesagt, was ist das, Synchron? Ja, und da wurde mir eben gesagt, dass hier auch wohl neue Szenen dabei sein sollen vom Film. Ich schaue da jetzt einfach mal rein. Wie gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass irgendwas groß gespoilert wird, ich habe ja das Video jetzt hier vorgesehen, was ich quasi vor die ganze Reaction hier geschnitten habe. Und ich werde euch dann schon vorwarnen. Also. This alpha predator of yours, Doctor. Do you really think he has a chance? Nature has a power to restore balance. Das war aber aus einem alten Teil, oder? Oder? I believe he is the power. Auf jeden Fall Team Godzilla, Alter. Ja, das ist halt schon. Good thing he's on our side. We on a whole level now. The myths are real. Oh, jetzt habe ich hier richtig Gänsehaut. There was a war. One will fall. And they're the last one standing. We about to kick it up a notch like. Wow, einfach wow. Ich will jetzt aber auch. Oh. Okay, jetzt bekommen wir wahrscheinlich den Team Kong Trailer präsentiert. Und da bin ich echt sehr gespannt drauf, weil wir haben jetzt ja eben gerade gesehen, dass was Godzilla quasi alles für Kräfte hat. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt für Team Kong sprechen soll. Mal gespannt. Scheiß Kong-Fans. That's Kong. He's God on the island. Den Film mochte ich leider gar nicht. Okay. Ja, Intelligenz, ja, genau, das ich denke auch. Who bows to who? Kong bows to no one. The world needs him. We about to kick it up a notch like. So ein geiler Shot einfach. Boom. Ja.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Kongs Stärken sind eben einfach gerade seine Intelligenz und seine Wendigkeit. Godzilla ist zwar auch nicht doof, glaube ich, aber Kong ist dann natürlich, ja, auch vom Körperbau eben her ist er ja wesentlich menschlicher und kann deswegen auch Sachen greifen oder sowas. Godzilla eben nicht. Und ich hoffe mal, sie spielen, also ich will auf jeden Fall schon plumpe Monster-Action sehen, wo sich beide einfach gnadenlos aufs Maul hauen. Würde es aber auch schön finden, wenn trotzdem irgendwie dann auch gezeigt wird, dass Kong physisch gesehen unterlegen ist, aber eben durch seine Intelligenz und seine Wendigkeit, seine Geschwindigkeit vielleicht was ausmachen kann. Ich weiß halt nicht, wie er den Atom-Godzilla irgendwie was entgegenzusetzen haben soll, aber das werden wir wohl dann alles dann im Trailer sehen. Dann habe ich noch von einem Kollegen einen Trailer geschickt bekommen, auch von Godzilla gegen Kong, der angeblich ein bestimmtes Mysterium auflösen soll. Wie gesagt, sollte es der Fall sein, dass das jetzt hier zu viel spoilert, werde ich es auf jeden Fall am Anfang des Videos sagen. So, wir schauen jetzt mal rein. Hat er mich verarscht? Das ist kein richtiger Trailer, oder? Alter! Ja, okay. Ja, genau. Ja. Also Mechagodzilla, die Theorie ist einfach falsch, sie wurde jetzt hier widerlegt. Es ist nämlich Wayne. Die Katze Wayne wird im Film auftauchen und wird für ziemlichen Trouble sorgen. Alter, ich glaub dir den Mist auch noch. Ja, damit wurde auch das Mysterium gelöst. Mechagodzilla, was für ein Schwachsinn. Die Idioten. Das ist eine Katze. Aber vor allem, wer gibt sich so eine Mühe? Und das ist ja wirklich gut, ne? Das ist jetzt ja wirklich nicht schlecht. Und macht es. Also das ist doch wirklich Arbeit. Vor allem die Katze einfach. Sie steht einfach nur da und macht nichts. Es ist einfach. Ja, das ist der offizielle Titel übrigens vom Film. Der Titel, der war leider nie so zu sehen, wegen dem beschissenen 4 zu 3 Format, weil da ist nämlich irgendwas abgeschnitten worden unten. Quasi das hier fehlt, aber das ist der offizielle Titel vom Film. Und hätte man das von vornherein gewusst, wären die ganzen Theorien flach gefallen. Ja, weil auch der Moment, in dem Kong mit dieser Axt auf Godzilla einschlägt und alle sagen, das ist eine Schuppe von Godzilla, das stimmt nicht. Das ist eigentlich die Katze Wayne, die an der Axt hängt. Die ist daran befestigt und Godzilla schlägt quasi mit der Katze auf den Lurch ein. So viel zum Thema Spoiler. Tut mir echt leid, aber jetzt wisst ihr, wie es ausgeht. Hier bewegt sich was von alleine. Naja, egal. Okay. Das war's mit dem Video. Ich bin immer noch gehypt. Ich bin immer noch Team Godzilla. Team Wayne. Nee, ich bin Team Godzilla. Und ich glaube, dass das tatsächlich echt geil wird. Und da war ich auch ein bisschen müde. Ich habe ja letztens die Live-Reaction zu Justice League gemacht. Und ich war davon ja nicht ganz so begeistert, aber ich war halt auch echt müde wie Sau. Und ich werde mir das Ganze nochmal angucken in Ruhe. Aber ich schätze einfach mal, das sind so meine zwei Highlights. Es haben auch viele von euch geschrieben, Spider-Man 3 wäre euer Highlight des Jahres. Ich bin im MCU nicht mehr so drin, das ist mir alles derselbe Krams als WandaVision finde ich halt sehr geil, aber auch Falcon and the Winter Soldier hat mich dann, nee, ich weiß es halt nicht. Mal abwarten. Auf jeden Fall habe ich mal richtig Lust einfach auf Godzilla gegen Kong, einfach weil das sowas Schönes, Frisches auch ist, sowas Schönes, Neues, das Monsterverse, sie übertreiben es auch nicht. Wir bekommen jetzt nicht jedes Jahr 6 Godzilla-Filme und 9 King Kong-Filme. Das ist alles schön portioniert. Und das macht einfach Spaß. Das ist das, was mir bei Marvel halt so ein bisschen fehlt. Weil Marvel halt ständig irgendwas raushaut. Und teilweise gab es wirklich auch Filme,
die ich übersehen habe beim Gucken, weil ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass die rausgekommen sind, weil da wird ja alles rausgeballert, rausgeballert. Jetzt haben sie ja noch Serien mit dazu. Ich glaube, das wird nicht unbedingt besser dadurch. Deswegen bin ich froh, dass wir ein Monsterverse haben. Ich bin froh, dass wir das DCEU jetzt wieder haben. Ich hoffe, dass das DCEU mit dem neuen Justice League Film auch wieder aufgebaut werden wird, wenn der erfolgreich wird. Und ansonsten habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Außer Hashtag Team Godzilla. Bis dann. Ciao.